Das gut Geflügel, man soll es ja nicht verkommen lassen. Außerdem hat er wieder ein bisschen was uns an Energie gekostet. Das müssen wir natürlich wieder irgendwie reinkriegen. Du? Aua. Also mit der Pistole klappt die letzte Zeit nicht mehr so wirklich gut. Habe ich den Eindruck. So, komm, mein Kleiner. Ich wünsche fröhliches Sterben hier. So viel hast du doch nicht mehr, komm. Da lohnt sich's doch nicht mehr, hier irgendwie Stress zu schieben. Doch, scheinbar schon. Ein Schlag hat nur noch gefehlt. Aber zumindest geben die auch ordentlich Erfahrungspunkte. Wo wir gerade von Erfahrungspunkten sprechen? Nee. Immer noch nicht. Tja, die Frage ist, wo finden wir jetzt noch mehr Frachtgut? Ich glaube, hier haben wir ja alles soweit schon mal abgelaufen, oder? Da wieder noch eine Muschel. Nehmen wir mit. Das heißt, wenn wir irgendwo Muscheln finden, ich denke mal, das ist meistens schon mal ein relativ gutes Indiz, außer jetzt hier, dass wir da schon mal waren. Ich glaube, so viel Strand ist hier aber jetzt gar nicht mehr übrig, oder? Muschel. Wie weit können wir hier gehen? Relativ weit, habe ich den Eindruck. Hier kamen wir ja an. Haben wir dich noch nicht gelootet? So, dann darf es jetzt auch verschwinden. Scheinbar hat uns da dann irgendwas anderes gestört oder abgelenkt. Ah, genau, hier waren wir, sind wir dann hochgeklettert. Ach ja, immer diese Frachtgut. Fruchtgut vielleicht auch, aber diese Frachtgut suchen. Na gut, so wirklich offensichtlich sind die halt nie. Und es wird halt auch immer dunkler. Von daher bringt das mit dem Frachtgutsuchen, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel. Sieht ja hier kaum noch was. Die Schädelblüte nehmen wir allerdings mit. Die Truthähne nicht. Die lassen wir leben. Obwohl die halt auch Geflügel bringen und XP. Spricht eigentlich nicht viel dafür, sie leben zu lassen. Gut, ich glaube, dann rudern wir jetzt aber trotzdem nochmal zurück zur Inquisition. Gucken, ob wir da irgendwo ein Bett finden zum Schlafen. Irgendwie kommt es mir auch deutlich heller vor. Vielleicht ist hier ein bisschen mehr Mond. Und dann können wir mal den Weg zum Richtung Torres antreten. Ja, die kippen sich hier noch schön ein. Kanone. Noch eine Kanone. Na gut, und du machst hier deine Übungen. Na gut, dann war ich hier noch nicht an der Kiste, okay. Habe ich wohl noch nicht so ganz aufgepasst. Wie sieht's denn eigentlich goldmäßig aus? Ja, einigermaßen.
Das ist ja nicht schlecht. Die haben auch nur ihren Spaß. Dann gucken wir mal nach Torres. Machen wir das halt jetzt doch bei Nacht. Na? Kleines Äffchen. Ja, man sieht aber echt so gut wie nix. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wie sehr die Gegner sich hier so bewegen. Ob wir die treffen oder nicht. Karte bitte. Und dann nach rechts. Also hier dann weiter. Dann darüber. Goldklee, da oben wird dann wohl irgendwo sein. Yep, hallo Torres. Hey, wer bist du denn? Ein Pirat. Aber keiner von Crows Leuten. Bist wohl auf Schatzsuche, was? Naja, mir soll's recht sein. Wegen mir kannst du dich eine Weile am Feuer ausruhen, solange du mir keine Probleme machst. Was machst du hier? Ich bewach den Turm. Ein Turm? Wir haben weiter oben ein kleines Lager mit einem Turm. Da sitzt ein Molukke, der von der Patrouille aufgegriffen wurde. Warum habt ihr ihn eingesperrt? So lautet der Befehl. Ein paar Tage im Turm und sie werden brav wie die Lämmer. Danach kann man sie zum Arbeiten schicken. Da wir gerade von Arbeit sprechen, willst du dir ein paar Goldstücke verdienen? Was soll ich für dich tun? Ich habe hier eine goldene Statue. Die ist zwar hübsch, aber man kann sie nicht essen. Aber Tito hat was zu essen. Fleisch. Also, bring ihm die Statue und lass dir dafür ein Fleischpaket geben. Und das soll ich dir bringen? So wie es aussieht, werde ich noch eine Weile hier draußen sein. Bis ich mal abgelöst werde, bin ich längst verhungert. Gib mir die Statue, dann erledige ich deinen Job. Alles klar. Lass dir nicht so viel Zeit mit dem Fleischpaket. Ich suche Venturo. Da bist du hier falsch. Du musst noch weiter, bis ins Tempeltal. Alles klar. Noch was. Falls er nicht da ist, er hinterlässt Zeichen, wenn er durch den Dschungel schleicht. Was sind das für Zeichen? Die Späher der Inquisition markieren mit diesen Zeichen ihren Weg. Wenn du weißt, worauf du achten musst, kannst du dieser Spur folgen. Wie sehen diese Zeichen aus? Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Wie komme ich ins Tempeltal? Geh zurück zur Kreuzung und nimm den westlichen Pfad. Die erste Abzweigung links ignorierst du und gehst unter der Felsbrücke durch. Unter der Felsbrücke. Gut. Direkt hinter der Felsbrücke verlässt du den Weg und hältst dich links. Dann kommst du ins Tempeltal. Und mach die Augen auf. Dann siehst du die Zeichen von Venturo. Okidoki. Dann schauen wir mal hier am Feuer. Sorgen für ein wenig neuen Proviant. Ach super, und hier können wir auch pennen. Das ist doch praktisch. Gut, die andere Frage, wo ist denn der Turm? Wahrscheinlich hier weiter, oder? Jupp. Das sieht mir nach einem Turm aus. Dann schauen wir uns hier erstmal um. Die Kanonenkugel hatte einen der hartnäckigsten Piratenkapitäne auf den Grund des Meeres geschickt. Danach wurde sie von der Inquisition geborgen und auf jede größere Expedition als Glücksbringer mitgenommen. Das sollte ich mir merken. Ach ja, da haben wir nachher noch eine ganze Menge Schätze zu suchen. Gut, noch ein bisschen Proviant und Gold.
Ebenso wie diese Schädelblüte. Und ein wenig Pulvermohn. So, dann reden wir mal mit dir da drinnen. Hi, Capucheco, Gucho. Warum bist du eingesperrt? Ich passe nicht auf. Es ist meine eigene Schuld. Bald bringen sie mich in das Steinlager. Bleib wachsam. Okay. Dann halt nicht. So, dann schauen wir doch mal. Gab es dafür eine Markierung? Ja, das ist gut. Ich guck mal gerade, wo waren wir denn? Da haben wir, glaube ich, da waren wir noch nicht, aber da kommen wir auch so schnell nicht hin. Da wäre ein Zeichen. Ja, komm, dann gehen wir jetzt mal auf Zeichensuche. Wie gesagt, hoffe ich mal, dass wir irgendwann den Rest Frachtgut hier noch finden. Und natürlich hier auch Blümchen. So, eine feine Würgelranke. Toll. Viehzeug. Ich habe auch gerade hier Viehzeug um mich rumfliegen. Kommt halt davon, wenn man mit offenem Fenster spielt. Ihr und eure Angriffsdinger hier. War ein bisschen zu früh gerollt, habe ich so den Eindruck. Jetzt. Ja, das war besser. So, das war's mit dir. Da haben wir noch so einen Dunkeldürrer. So dunkel ist es hier doch gar nicht. So, dann greife ich auch mal an. Und zerlegt. Ich denke mal, wir sind ja mehr oder weniger auf dem richtigen Weg. Äffchen. Bei denen lohnt sich die Pistole halt echt, weil die doch enormen Schaden macht. Wir müssen dann da weiter. Ah ja, genau, hier sind wir. Wo gehst du jetzt hin? Aua. So, mein Kleiner. Möchtest du denn mal sterben? Yep, das ist nett von dir. Ich glaube, hier fängt es mit den Zeichen dann an. Fackel, Grog, Gold. Tote Fische. Immer noch nicht. Dann müssen wir
Auch da nicht runter, sondern da hoch. Gut. Hüpf. Beziehungsweise hier den Gang wieder entlang. Das heißt, mehr Äffchen. Und wie gesagt, da sind die Zeichen, die wir da hinten sehen. Da über unserem Kopf. Na komm, Kleiner. Wünsche fröhliches Sterben. Danke, danke. Geht doch nichts für ein paar Krallen. Venturo hat ein Zeichen hinterlassen. Wenn ich ihn finden will, sollte ich nach weiteren Zeichen suchen. Dieses Zeichen hier weist nach Nordwesten. Venturo ist also nicht in den großen Tempel gegangen. Sowas aber auch. Gut, dann folgen wir doch mal den Zeichen. Da unten ist noch eins. Oh. Vielleicht mal hingucken sollen, wo ich laufe. Okay. So, Herr Feuervogel. Wie wär's, wenn wir ein bisschen tanzen? Ich glaube, er ist nicht so ganz begeistert. Ich allerdings auch gerade nicht. So, danke. Wenn ich ihn finden will, dieses Zeit. Ja. Das wissen wir doch schon. Was war das eigentlich nochmal? Können wir das schon mal entdecken? Ah ja, genau, hier ist der große Tempel dann. Ihr bleibt da mal schön, wo ihr seid, ne? Das ist ein Ende! Aua, ich möchte eigentlich nur das hier entdecken. Na ja, gut, dann machen wir das später. Ciao, ciao. Du feige Sau, bleib stehen. Nö. Sehe ich gar nicht ein. Ich bin hier noch auf der Suche nach Zeichen. Es zeigt nach Norden. So, mein Kleiner. Friss mal ein bisschen von meinen Kugeln und vor allem noch ein bisschen von meinem Schwert. Ja, ein bisschen was kriegen wir doch hier immer ab. Ja, vor allem, weil das mit dem Rollen hier nicht so wirklich funktioniert. Oh, nerv nicht. Wie gesagt, das ist halt unglaublich nervig, wenn ich halt so ein... Wenn ich halt so ein Dings reinpacken hier in so einen Angriff. So eine Angriffsreihe. Dafür hat er jetzt nicht mehr allzu viel zu lachen. Das zeigt nach Norden. So, etwas mehr Ruhm, etwas mehr Geflügel und ein paar Schweinchen. Dieses Zeichen zeigt nach Nordwesten. So, speichern wir mal die Schweine, bitte. Genau, renn du mal woanders hin, danke.
Lass dich schön platt hauen. Hat es auch mal wieder relativ viel gekostet an Energie. Dieses Zeichen zeigt nach Nordwesten. Gut, gut, dann gehen wir mal weiter. Da ist noch ein Zeichen. Es zeigt nach Norden. Da oben geht's weiter. Das Zeichen deutet nach oben. Na, Kleiner. Möchtest du spielen? Scheint mir so. So, zerlegt. Danke, danke. Dann gucken wir erstmal noch, was du hier noch Schönes versteckt hast. Einen weiteren Durchgang hier. Gut, dann haben wir das nächste Zeichen. Das Zeichen deutet nach oben. Dann klettern wir mal weiter. Mal schauen, ob Venturi überhaupt noch lebt. Das ist hier die andere Frage. Das zeigt nach Norden. Gut, dass die Strömung hier jetzt nicht so stark ist, dass wir mehr oder weniger gemütlich durchlaufen können. Na, wir sind wieder hier angekommen. Pokopilz. Oder? Nee, waren wir hier schon mal nicht. Ich glaube nicht. Nee, weil die Truhe nämlich verschlossen ist. Noch ein Pilz. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, wieder bei den Eingeborenen sein. Genau. Also wie gesagt, so den hätten wir den Weg halt auch nehmen können. Ach, da ist er, glaube ich. Es zeigt nach Norden. Jep, hallo Venturo. Hey, bist du mir gefolgt? Du gehörst doch nicht zu Crow, oder? Sebastiano schickt mich. Er wartet auf deinen Bericht. Und deshalb schickt er dich? Ich wäre schon früh genug gekommen. Wieso bist du nicht beim großen Tempel? Weil ich dort nichts herausfinden kann. Zu viele Wachen. Ich bin zwei von Crows Halsabschneidern bis hierher zum Molukkendorf gefolgt. Leider kann ich nicht näher ran. Aber ich bin mir sicher, dort können wir noch eine Menge erfahren. Kann ich dir helfen? Wenn du schon so fragst. Ja. Schieß los. Was kann ich für dich tun? Also, die Piraten arbeiten noch mit den Wilden zusammen, oder? Ja, sieht so aus. Du siehst aus wie ein Pirat. Du willst also, dass ich ins Dorf gehe? Warum nicht? Mich erkennen selbst die Wilden. Du siehst aber aus wie jemand von Crow. Ich war schon im Dorf. Umso besser. Dann wird es dir ja nicht schwerfallen, dich dort umzuhören. Und was soll ich im Dorf? Wir müssen wissen, wie viele Molukkenkrieger Crow begleitet haben. Wie soll ich das rausfinden? Das ist mir herzlich egal. Aber an deiner Stelle würde ich einfach irgendjemanden fragen. Okay, ich mach's. Gut, dann werde ich hier warten. Viel Glück! Na gut, dann hören wir uns vielleicht für ihn noch ein bisschen um. Mal schauen. So, dann jetzt noch mal ins Dorf, dann können wir sowieso mit den Leuten hier ein bisschen reden. Mal schauen, was die für uns haben. Ah, stimmt, hier können wir nicht hoch. Ist hier noch was? Ja, eine Truhe. Sehr schön.
So, gegen dich haben wir ja schon gekämpft. Von daher. Capo! Ono Hamila Gucho! Ach was? Ich bin Tonka Nakutu. Bakir wählt mich, über die Shaganumbi zu wachen. Du kommst von Crow? Vom Tempel der Erde? Dann bist du ein Freund. Der Kerl am Eingang hat mich angegriffen. Raka Tonka. Wenn ein Tonka gefordert wird, kämpft er. Tonka bedeutet wohl Krieger. Chi, ihr habt gekämpft. Du hast ihn besiegt. Der Kampf ist vorbei. Wie viele Krieger sind beim Tempel der Erde? Du gehörst zum Stamm von Crow. Dann wirst du es herausfinden. Doch eins sage ich. Geh nicht zum Tempel der Erde. Die Tonka Ra sind da draußen. Sie werden nicht... Greifen sie jeden an oder nur mich? Wenn Jim die Lieferung bringt, werden sie ihn durchlassen. Dich werden sie töten. Was ist das für eine Lieferung? Ono Palava, Gucho. Palava? Gerede. Ach so. Und was bedeutet Ono? Kein. Ah, jetzt verstehe ich. Kein Gerede. Richtig? Genau. Oh, verstehe. Was muss ich über euer Dorf wissen? Der Tempel der Ahnen ist tabu. Nur die Kiki und Chaka Bakir dürfen ihn betreten. Wenn du kämpfen willst, warte, bis ein Tonka gegen dich antritt. Prügeln gehört hier wohl zum Alltag, ha? Tonka kennen keine Schmerzen. Wenn du das lernen willst, dann kann ich es dir zeigen. Du kannst mit den Frauen reden und handeln. Aber mehr nicht. Sonst spürst du unsere Speere. Zeig mir ein paar Tricks. Was willst du? So, das brauchen wir erstmal noch nicht. Wer bist du denn? Ulele, Ulele. Pirat bringt Gold? Tavulele. Tavu was? Ulele. Du gibst mir Gold, ich gebe dir gute Sachen. Ulele. Ein Zeichen der Freundschaft von Pirat und Shaganumbi. Welche Waren kannst du mir anbieten? Ono Passavi. Ich habe nicht viel. Alle sammeln für Crow. Warum sammelt ihr für Crow? Checo? Crow befiehlt es. Und ihr tut alles, was er befiehlt? Chichi. Shaka Baki hat so entschieden und alle folgen seinem klugen Urteil. Nur Chani, Tochter des Baki, ist nicht dafür. Sie hat einen dicken Kopf wie das Wildschwein. Warum ist sie dagegen? Warum, warum? Du fragst viel, Gucho. Ono, geh, sprich mit Chani. Was wollt ihr mit Goldmünzen? Wir opfern sie den Ahnen, auf dass ihr Segen uns beschützt. Was für eine Verschwendung. Mehr ist nicht zu holen. Kann ich dir helfen? Ich muss Opfergaben einsammeln. Kanadiktu. Kana, was? Auch irgendein Kram für die Lieferung an Crow? Aber nein, es ist Kanadiktu. Opfergaben unserer Familien hier im Dorf für Kanadiktu. Aha. Du kennst nicht Kanadiktu? Nein, nicht wirklich. Ich werde es dir zeigen, aber nur, wenn du mir die Opfergaben gebracht hast. Na gut, ich sammle deine Opfergaben hier im Dorf. Für dein Kanadingsbums. Kanadiktu. Was auch immer. Chichi, Tavonga-Pirat. Wer muss hier im Dorf Opfergaben abdrücken? Chani, Tochter des Chakabakir. Ja? Nakutu, oberster Krieger im Dorf. Ach, ja. Der alte Tonka Ranapiri und Samir. Okay, Moment. Samir? Ja, die Torwache im Tempel der Ahnen, im hinteren Teil des Dorfes. Ach, na gut, wenn's unbedingt sein muss. Tschi. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Kann ich mir vorstellen, dann musst du es nicht machen. Shiku? Schon okay, ich krieg das hin. Tavonga, Kanadiktu ist schon sehr nahe. Komm schon, sag mir, was Kanadiktu ist. Etwas sehr Schönes. Es wird dir gefallen. Verarschen kann ich mich alleine. Ich zeige es dir, wenn ich die Opfergaben habe. Nicht vorher. Ulele. So, Lele bedeutet handeln.
Hat sie irgendwas, was wir bräuchten? Ja, wie gesagt, leider nichts Permanentes. Wir könnten ihr ein altes Schwert geben. Und Speer. Die ganzen Nüsse mal wieder. Die Ringe möchte ich dann mal gerne behalten. Ich glaube, die Jadesteine behalte ich auch mal noch. Im Moment brauchen wir, glaube ich, auch noch nicht großartig Geld oder irgendwas, wo wir großartig Geld bräuchten. So, dann würde ich aber mal sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs nachträgliche Anschauen auf YouTube dann. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.